Mir ist beim Baden immer kalt. Also aus der Sicht bin ich wohl nicht gefragt. Herr Buchner, Sie drehen mir das Wort im Munde rum. Ich sprach, dass die unsoziale Tarifstruktur weg muss. Ich habe nicht gesagt, dass Tarife weg müssen. Diese Feinheit sollten Sie bemerkt haben. Sie heben hervor, dass es für 2 Euro ermäßigte Tarifbestände gibt. Ja, die gibt es von 10 bis 15 Uhr. Und rühmen Sie sich jetzt bitte nicht, dass Sie da Schülerinnen und Studenten ansprechen. Die sollen in dieser Zeit im Regelfall in ihrer Schule sein, in der Universität sein. Also diese große Gruppe dann sich zuzuschanzen als besonders toll und sozial agierend, das ist einfach unpassend, das ist daneben. Und auch ALG-2-Empfänger darauf abzuschieben, dass sie noch zwischen 10 und 15 Uhr baden gehen dürfen, finde ich nicht angemessen. Ich habe gesagt, das spaltet diese Stadt in einen Bereich, wo soziale Daseinsfürsorge stattfindet. Und das kritisiere ich. Und Herr Buchner, dass gerade Sie als Sozialdemokrat sich da vorwerfen, ist für mich beschämend. Es muss nicht alles weg. Aber bevor man so eine Tariferhöhung macht wie hier, also um 22 bis 25%, hat man einfach mal auf das Parlament zuzugehen. Jemand, der neu ist, jemand, der Aufsichtsratsvorsitzende, der wieder nicht zuhört, ist neu. Der Vorstand ist neu. Also aus der Sicht denke ich, dass die Diskussion auch im Ausschuss hätte vorher stattfinden müssen. Dass die Besucherzahlen zurückgehen in den genannten Zeiten, Frühschwimmen, auch Spreewaldbad in den Freizeitbädern, da brauchte ich kein runde Kugeln, um da reinzugucken. Das ist so. Und ja, wir werden die Zahlen uns bei Gelegenheit angucken. Die Menschen ärgern sich jetzt darüber. Und es ist ihre Unsensibilität, mit der sie mit dem Thema umgehen, die hier kritisiert wird durch mich. Und dass man jetzt für alles, was man macht, einen Aufschlag zahlt, also wärmeres Wasser, 2 Euro mehr, zu bestimmten Zeiten wieder 2 Euro mehr am Wochenende. Und das geht einfach nicht. Das grenzt bestimmte Menschen aus, und dafür sind wir als Linke nicht zu haben. Dann hat Kollege Buchner noch mal das Wort. Bitte schön. Danke, Herr Präsident. Das erinnert mich daran, was mir gesagt worden ist. Lasse ich auf solche Debatten nie mit den Linken ein. Wir könnten die Bilder nämlich kostenfrei stellen, und Sie würden fordern, dass man noch was dazugeben müsste an der Stelle. Das ist das eine, was ich sagen will. Das andere ist, auch in anderen öffentlichen Unternehmen ist es durchaus sinnvoll, und wir haben zusammengesessen und uns ist aufgefallen, dass natürlich bei den Berliner Bädern das so ist, dass die nachfragestärksten Zeiten auch die billigsten waren, was dazu führt, dass man sich nach 20 Uhr auf den Bahnen in den Berliner Bädern eigentlich nicht mehr bewegen konnte. Und das ist, wir haben es alle gemeinsam für sinnvoll gehalten, dass man vielleicht die Nutzergruppen, die nicht so viel Geld haben, aber eigentlich relativ viel Zeit, die Bäder zu nutzen, dass man die auf die nachfrageschwachen Zeiten ausweichen soll. Sie können da hinten schreien, wie Sie wollen. Ich bin trotzdem lauter mit dem Mikrofon. Aber Sie dürfen eine Zwischenfrage stellen. Ja, dann stellen Sie doch eine Frage. Bis jetzt pöbeln Sie doch nur an der Stelle hier. Ich will Ihnen auch noch mal sagen, also ich hatte als Student zwischen 10 und 15 Uhr Zeit, abgesehen davon, es geht darum, dass Sie bis 14.59 Uhr das Bad betreten haben sollten. Dann zählt diese Ermäßigung. Wie lange Sie denn bleiben, ist Ihnen an der Stelle überlassen. Dass bei anderen Nutzergruppen das durchaus, ich habe sie alle aufgezählt, auch möglich sein müsste, ein Bad bis dahin zu betreten, das kommt auch noch dazu. Ich wollte aber noch eins sagen. Wie weit gehen denn Ihre Forderungen auch bei anderen öffentlichen Unternehmen, auch bei der Bahn, auch ein öffentliches Unternehmen? Es ist ja durchaus so, dass die nachfrageschwächeren Zeiten mit Sonderangeboten rabattiert werden, während man zu den nachfragestarken Zeiten, zum Beispiel am Freitag und Sonntag, mehr Geld bezahlt. Ich will ja gar nicht mich mit Ihnen an der Stelle zu sehr streiten, und wir sind uns hier einig, dass Schwimmen in Berlin weiter für jeden und jede machbar sein muss. Es ist übrigens sogar gratis machbar für jeden, der in den Schwimmverein geht. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, keine soziale Indikation, die es jemandem hier nicht möglich macht, schwimmen zu gehen. Das sei an der Stelle auch noch mal erwähnt. Schwimmen muss in Berlin bezahlbar und möglich für alle bleiben. Und diese Landesregierung, die ist die richtige dafür, das weiterhin auch für alle durchzusetzen.